Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Live-Projekt mit dem Freezy. Hallo. Im Team King. So, jetzt wollten wir mal ganz kurz loswerden. Übrigens, das geile Merch gibt es in meinem Shop und ist der Link in der Videobeschreibung. Wir haben hier Freezy. Du musst mir bald Geld zahlen, ey. Freezy? Was ist? Ja. Hast du vorne alles unter Kontrolle? Ich hab hier alles unter Kontrolle, ja. Gut, alles klar. Wie wär's, wenn du mal nicht so faul bist und vielleicht mal aussteigst? Hä? Ich stehe hier auf dem Feld. Wie, du stehst auf dem Feld? Ich stehe mit auf dem Feld. Ja, du bist wieder der hellste Stern am Himmel heute. Ja, packst das Auto vor dem LKW und machst die Feldarbeit weiter? Ach so, ja, sehr. Ja, übelst großes Kino wieder. So, ja, mal aussteigen mal bitte hier. Komm mal raus hier aus dem LKW. Hallo, wie ist dein Name? Hallo, Jakob. Jakob? Ja. Also, pass mal auf, Freundchen. Wir haben dich hier angehalten, ne? Hier blockiert. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Oh, ich muss mal ein bisschen Licht anmachen hier, dass ich mal sehe. Oh, kannst du die Sonnenbrille eben abnehmen? Nee, geht nicht. Aha. Hast du was zu verbergen? Pass auf. Und zwar folgendes. Wir wissen ganz genau, wo du hin willst. Wissen ganz genau, wo du hin willst. Du willst zu den anderen auf den Hof die Pferde pflegen, ne? Du bist ja polnische Pferdeflüsterer hier. Ja, ich fahre nur zu denen und reite die Pferde für die. Ja, pass auf. Okay, jetzt kommt ein Insider, ne? Du kannst ja auch nichts dafür. Aber, ich erzähl dir was. Gib uns dein Portemonnaie. Hör mal auf jetzt, der gehört zu uns. Wir müssen den überzeugen, jetzt chill doch mal. So, und zwar folgendes. Die ziehen dich ab. Die verarschen dich. Ist kein Scheiß. Du kommst aus Polen, jeden Tag 23 Uhr hierher gedonnert mit deinem LKW und deinen ganzen Hansen da hinten drin. Ja, und macht hier die Pferdepflege und alles. Ey, die lachen sich ins Fäustchen. Das ist kein Scheiß, Digga. Soll ich dir sagen, warum? Ja. Wir wissen, was du kriegst. Wir wissen, dass du nur 300 kriegst. Woher? Ja, das sind Insider-Informationen, mein Freund. Das sind Insider-Informationen. Die kriegst du nur, wenn du verdammt nochmal so einen großen Bizeps hast. Ja? Das muss ich jetzt mal ganz klar hier zum Ausdruck bringen. Oder so einen ungepflegten Bart wie mein Kollege. So, also pass auf. Wir verraten dir jetzt was du draus machst, musst du selber wissen. Ja, du bist hier in Deutschland. Hier pflegt man keine Pferde für 300. Normalerweise, Alter, mit der Qualifikation, die du hast, mit der Ausbildung hier, deine ganzen Leute und alles und die ganze Weg. Digga, soll ich dir sagen, was das hier in Deutschland kostet? Ja. Zwei Zettel, Junge, musst du da auf den Tisch legen. Pro Pferd, pro Tag. 2000. Also du kannst hier Minimum, ey, ist kein Scheiß jetzt, Minimum ein Tausender verlangen. Und da haben die immer noch, da sind die immer noch gut drauf. Ey, chill mal deine Base, Mann. Ja, da sind die immer noch gut drauf. Weißt du, du kannst Minimum ein Tausender verlangen. Ja, da hätte ich aber auch Bock drauf, also. Ey, guck mal, das ist ja auch für dich, ne? Wie viele Pferde pflegst du da unten immer jedes Mal? Oh, das sind einige. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber einige. Ja, ey, du, was dir, sagen wir mal, wenn das vielleicht, das sind bestimmt 60 Pferde insgesamt bei beiden Höfen. Das sind 60.000 für dich, ne? An einem Park. Ja. Ja, und das machen die, das bezahlen die, glaub mal. Also, das bezahlen die. Das ist auch alles mit dem Bürgermeister schon abgeklärt, die bezahlen das. Easy life. Okay. Also, wie gesagt, wir wollen dich nicht weiter aufhalten, ne? Nicht, dass hier jemand Wind kriegt. Du hast uns nie gesehen, nie getroffen, ja? Nee. Und machst mal schön hier die Pferdepflege weiter. Und aber nicht, guck's halt mal. Also, 1000 kannst du verlangen, Digga. Hier in Deutschland kostet das 2000. Das ist die Hälfte, weißt du? Ja, also. Wir wollen ja nicht, dass unsere polnischen Freunde hier ausgenutzt werden. Das geht gar nicht. Also einfach heute Abend dann 1000 pro Pferd. Einfach 1000 pro Pferd abkassieren. Sagst du hier. Ja, einfach geht. Ey, das geht, glaub mir. Das ist kein Ding. Das ist ja, wirklich kein Ding. Das ist, du machst einfach die Rechnung, du sagst dann einfach hier auf entspannt, ja, du hast dich mal so ein bisschen auf dem Markt rumgeschaut, Angebot und Nachfrage, ne? In Polen, da sind ganz viele Pferdehöfe, die deine Hilfe brauchen und es muss sich ja für dich lohnen, hier rüber zu fahren und ne, das macht ja alles keinen Sinn sonst. So, und dann musst du 1000 verlangen. Und du hast halt ein bisschen umgeschaut auf den deutschen Markt, da kostet 2000, machst halt faires, fairen Preis, Tausender und gutes, ja? Huch, hochgibt. Ja. Jo. Weißt du wie? Ja. Okay, alles klar. Ey, cool. Komm, gib mal noch Hand. Du bist ja voll in Ordnung. Alles klar, super, nice. Ja, gib auch mal Hand hier, der passt. Jo. Jo. Schade, dass du Pferde machst, ey. Würdest du Feldarbeit machen, würden wir dich engagieren.
Gut. In diesem Sinne, ne, warte, wir fahren hier mal weg, kannst du weiter düsen und schön dicht halten, ja, hast uns nie gesehen. Ja. Ja, fahr am besten hinten übers LU oder so und stell dir erstmal deinen LKW ab und warte bis 23 Uhr. Ja. So. Gut, alles klar. Für Sie. Ja. User was moved out of So. your channel. Ey, geiles Ja. Ding, Alter. Das haben wir geklärt. Den haben wir gut abgefangen jetzt. Die ziehen jetzt schön ab. Warum lehnst denn du nur ab? User left your channel. Wieso User denn? joined your channel. Wieso denn nicht? Weil es wurde doch extra geschrieben, bitte annehmen. So. Boah, Leute. Na, jetzt krieg ich aber gleich hier einen dicken Nippel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn eure Konkurrenten die Anfrage ablehnen, können wir leider nicht. Ja, ich merke schon gerade, dass das hier irgendwie schief läuft. Jetzt geht's. Jetzt geht's? Jetzt Oh, geht's. los, hau rein hier. Ja, toll. Jetzt hat er bis 23:33 Uhr, weil ich das wusste, ey. Sollte er auch nur 2 Stunden gespult werden. Scheiße, wie ist denn das Passwort von unserem Hof? Ja, das ist 2. Richtig. Null. Was? So. User Okay, left your alles klar, channel. danke. Der soll durchspulen jetzt. So, Tino, wir müssen hier. Gedüngt ist jetzt hier zu 100%. Ja, bist du mit den Feldern hier schon wieder am Stissel? Genau, mach mal Auge, was wir gemacht, Hier muss was gedüngt gemacht werden werden. muss alles. Ja, ich dünge mal. Genau, düng mal. Was haben wir denn Muss noch hier was drin? gemacht werden? Ist Dünger drin. So, warte mal. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, unsere Ballenpresse, die muss mal repariert werden. Ich habe mit einer kaputten Ballenpresse gepresst. Du düngst gerade? Jetzt gerade fange ich an zu düngen, ja. Macht denn der da auf dem Feld da unten? Die Ballenpresse muss zum Händler? Ja, auf jeden Fall, die muss repariert werden. Ja, ich kläre. Ah, das ist schon wieder besetzt, ne? Warte mal, da düse ich mal schnell mit der Ballenpresse runter, oder? Ja. Scheiße, dass das hier alles so dunkel ist. Da, 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 Mensch, da, Bruder muss groß. Was steht denn hier nur schon wieder überall für ein Klimpatsch rum? Da alles nicht mehr normal. So, jetzt aber. Woran sieht man eigentlich, dass die Ballenpresse Schrott ist? Ich finde das. ich weiß es auch nicht. Die Leute haben es mir in die Kommentare geschrieben. Ich habe Ach, keine der Ahnung. erntet. Okay. Ja, man sieht es ja an der Abnutzung, ne? Das ist einmal das Ding. So. Mal der da unten muss abgeerntet werden. Fahren wir da erstmal hin auf entspannt und dann, oh lol, ey, wir haben so viel zu tun hier. Die ganzen Beine sind bereinigt, deswegen auch keine Serverlecks mehr. Alles easy, alles cool. Och Mensch, das geht doch gar nicht, sowas. Nee, ja, nein, der muss man doch auseinanderhalten können. So. Nicht sauer werden. Ja, wenn das hier schon wieder, ne, so losgeht, dass man hier zu nichts kommt. Warum fährt denn der nicht? Achso, weil wir spulen. So, sehr gut. Huch. Gut, aus die Maus. Dann LKW, der hat auch so. Oh, Alter, wir müssen mal schnell dann zusammen was wegfahren hier fix. Was denn? Was? Was denn? LKW und Dings ist voll Sonnenblumen. Oh ja. Kannst du mal gucken, dann wo Best Price? Ja, ich hau mal eben Helfer rein. Dann schauen wir mal. Ja, genau, mal Helfer rein, hier muss dann noch Kalk drauf, sehe ich gerade. So. User joined your channel. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Nadelmann, Sie an so einem schönen Tag anzutreffen, Dino. ist wahrhaftig ein Geschenk.
Kino. Ja. Gib mir mal eben bitte Farmmanager. Ich kann sonst keinen Helfer einstellen. Ach nee. So, ja, was gibt's denn, Alemann? Wo steht Ihre. Ich bin selber Presse, kein Farmmanager. Hier oben, perfekt. Ich bringe Ihr Traktor zurück. Der ist. Also, ich musste ihn zuerst mal reinigen nach dem verheerenden Crash. Dann habe ich die dann neuen Teile bestellt. Dann ging es auch eine Zeit. Da wurden einige Teile ersetzt. Hast lackiert. Ja. Und jetzt ist er wieder einsatzbereit. Der Dieseltank ist wieder voll, weil da war ja der Diesel ausgelaufen. Alter, aber da muss man sagen, da war schon. Also, boah. Ja, da hatte ich ein bisschen Arbeit. Also, boah, sage ich dazu nur, ne? Ja. Bahnstation Mühle, Tino. Bahnstation Mühle. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich ja gar nicht wissen, was das gekostet hat, ne? Ja, da musste ich ein bisschen in die Taschen greifen. Ich muss Ach, du das auch Scheiße. Noch absprechen, wer dies auch für diese Rechnung aufkommen wird. Naja, oh. Naja, die muss ja eigentlich, ne, ist ganz klar von jemandem, naja, da gibt's ja einen Unfallschuldigen eigentlich. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall mal bei dem anklopfen und das Geld holen, das geht ja so gar nicht. Ja, das müssen wir dann mal klären. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie sieht denn das aus? Wie hoch ist denn die Rechnung? Boah. Weil warten Sie kurz, ich muss da mein. Da würden wir bei 11.500 liegen. Ei, oh, das ist ja eine 11.500? Menge. Ja, das könnte ich mir schon denken, dass das eine ganz heikle Geschichte wird. Wie viele Arbeitsstunden waren das denn? Da war doch auch bestimmt eine Menge, oder? Ah. Kurz mal mein Notizblock. Ja, das waren etwa um die 20 bis 25 Arbeitsstunden, Oi. Die hier reingeflossen sind. Ja, das ist natürlich nicht gut, ne? Nee, da muss man auch einfach sagen, da ist Zappenduster ist da. Ja. Ja, da ist Zappenduster. Naja, gut, dann werden wir zur Klärung mal mit dem Team und also mit dem Hof uns unterhalten, ne? Mit dem, also dem Herrn, der uns reingefahren ist in den Traktor. Aber ja. Ich vermute fast, dass man da. Mensch, mach, danke! Mann, ey! Wenn du Frauen am Valentinstag versetzt, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann, ey. Ohne Scheiß, was ich nur rein, da macht dies Licht aus! So, gut. Ey, was wollte ich sagen? Doch, die Ballen, die noch in der Ballenpresse sind, hier ablaufen. Wenn ich dann ins Bett komme, ey, da. Ist doch stur. Jetzt. Da wirst du bestraft, Fräulein, du. Knicki, knacki, junge Dame! So. So, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, ja. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich nehme mal stark an, dass man da, naja, dass das nicht so einfach wird. Aber ist ganz klar, sie bekommen ihr Geld, ne, so oder so. Also ja, das ist mal Standard, ja? Die Ballen, die in der Presse sind, die ich Ihnen geliehen habe, darf ich die einfach hier rauslassen? Ja, gerne. Bei den Geräten. Natürlich. Wir haben aber ein anderes Problem. Schon wieder ein Problem. Könnten Sie unsere Ballenpresse warten, bitte? Auf ganz schnell? Ganz schnell, ja, kann ich machen. Das wäre super, eine super Sache, wenn sie unsere Ballenpresse auf ganz schnell warten würden. Na? Ja, ich hol die nachher und dann wird das alles gemacht. Ja, aber die brauchen wir gleich, deswegen. Okay, dann hol ich sie jetzt. Dankeschön. Bitteschön. In diesem Sinne, haben die Rinne, ne? Jo. User left your channel. Wie viel hat er gesagt? 11,6? Oder SN? SN, stopp! Ja. Da fehlt eine Düngerstufe drauf. Ja, nun, wohl gesagt, mähen. Ja, wurde auch beim letzten Mal aufgetragen. Das sollte hier gemäht werden? Er ist ja noch nicht mal komplett ausgewachsen. Bei mir ausgewachsen. Warte mal. Seid ihr denn? Die 11? Warum wird er nicht angezeigt hier? Nee, mir auch nicht. Gar nichts angezeigt. Nee, mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob es ausgewachsen ist. Ja, wenn es eher ausgewachsen ist, ja gut. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht so sicher. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, es ist nicht ausgewachsen. Ja, jetzt sag, lassen oder nicht lassen? Ach, mäh drüber. Shit, egal. Okay. Mäh drüber. Okay. Ist gut. Weil, na gut. Wenn das hier ist, dann bin ich glaube auch fertig. Jo. Mal gucken. Ja, alles klar, gut. Also bei mir sieht das ausgewachsen aus. Ja, meine ich auch. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mehl drüber ist okay. Ich aber auch nicht.
Gut. Da rasselt's in der Kasse vom Allerfeinsten. Ja. Muss ich mir auf jeden Fall hier im Auge behalten, Leute. Die 11, die 11. Was müssen wir im Auge behalten? Die 11. Ja, der fängt da jetzt an schon zu sehen. Da hat aber noch eine Düngerstufe gefehlt. Die wollte ich halt gerade draufballern. Da fing er an mit dem Big M hier zu mähen und... Naja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.